Hi, ich bin Anja. Ich bin Hebamme und Yogalehrerin. Ich lebe und praktiziere seit 20 Jahren in Dänemark. Das letzte Mal habe ich für dich ein Video gemacht mit einem Geburtsschnelldurchlauf. Heute geht es ein bisschen mehr detaillierter um die einzelnen Phasen in der Geburt. Viel Spaß dabei. Jetzt geht's los. Die Geburt fängt an. Wir starten mit der Latenzphase. Und hier ist so, wir freuen uns, sind aufgeregt. Gleichzeitig vielleicht auch ein bisschen unsicher, wissen nicht genau, was passiert. Die Latenzphase. In dieser Phase kommen die Wehen in Intervallen von vielleicht 20 Minuten am Anfang, um hinterher dann wirklich regelmäßiger zu werden und ungefähr mit 5 Minuten Abständen zu kommen. Sie sind immer noch kurz auch, das heißt 15 bis 30 Sekunden vielleicht nur. Viele spüren die Wehen hier im Unterleib, das heißt so ein bisschen wie Menstruationsschmerzen. Ziehen in Unterleib, aber auch vielleicht in unteren Rücken. In dieser Phase bereitet sich der Körper vor auf die Geburt und der Muttermund wird sich öffnen auf die nachher 3 bis 4 cm. Jetzt kommen wir zu der Eröffnungsphase und ich habe dir das hier als einen Berg symbolisiert. Es geht los. Beide sind dabei. Hier der Berg, weil die Wehen zunehmen. Die kommen jetzt mit 3 bis 5 Minuten, in Abständen für 3 bis 5 Minuten und dauern bestimmt auch so 30 bis 45 Sekunden. Es wird die ganze Zeit intensiver, es wird anspruchsvoller und deswegen auch der Berg. Also dieses wirklich so, jetzt müssen wir was schaffen, jetzt müssen wir wirklich arbeiten. In dieser Phase wird sich der Muttermund dann auf die ungefähr 8 cm öffnen. Wie gesagt, die Aufgabe vom Partner ist nicht besonders einfach. Von daher, und gerade für Männer, ist es eine gute Idee, was aktiv zu machen. Das heißt, nimm dir vor, sorg dafür, du bist dafür zuständig, dass die Gebärende ihre Schutzhülle hier hat, mit den Wehen arbeiten kann, auf die Wehen konzentrieren kann und gleichzeitig was zu essen bekommt, was zu trinken bekommt. Das ist nicht sicher, dass du was möchtest unter der Geburt, aber anbieten und nicht lang viel erzählen, sondern kurze anbieten und dann Ja-Nein abwarten. Es ist nämlich so, hier auf dem Weg, auf diesen Berg hoch, die Luft wird immer dünner und dünner. Das heißt, die Antworten werden kürzer und direkter. Das ist praktisch. Das ist sehr gut für deinen Partner, denn so kann man eigentlich Gebärende nicht missverstehen. Aber es kann natürlich ein bisschen komisch sein, wenn man auf einmal so schroff abgewiesen wird. Zum Beispiel ist hier auch wieder schön, eine Massage zu geben, ein bisschen zu massieren, unteren Rücken. Und wenn sie das nicht mag, dann sagst du einfach, jetzt nicht. So ist es während der Geburt. Umso höher du kommst hier, umso höher, umso weit näher du dich dem Gipfel näherst, umso weniger Luft hast du, umso kürzer werden die Sätze und die Antworten. Jetzt kommt die Übergangsphase. In dieser Phase hier rücken wir einmal ein Stück höher. Wir sind jetzt fast auf dem Gipfel des Berges. Die Wehen kommen hier wirklich intensiver. Das ist der Muttermund öffnet sich 8 bis 10 cm. Die Wehen kommen in einem Intervall von 2 Minuten und können 60 bis 90 Sekunden anhalten. Diese Phase hier ist die intensivste Phase der Geburt. Die Wehen sind am stärksten. Das ist wirklich der Höhepunkt der gesamten Geburt. Viele Frauen sind zu diesem Zeitpunkt hier bis hier wirklich motiviert. Und dann sagen sie, egal was sie sich vorher vorgenommen haben, ich steig aus. Ich habe keine Lust mehr. Ich kann nicht mehr. Hier kommt natürlich der Partner wieder ins Spiel, denn der Partner ist wieder dabei, muss motivieren. Und die Hebamme wird, und ihr werdet denken, wie lange noch? Was passiert jetzt? Und die Hebamme sagt, das ist so, ihr seid so dicht bei. Es ist wirklich kurz davor, weil die Hebamme weiß, dass hier auf der anderen Seite vom Gipfel kommt das Baby. Aber für euch ist die Zeitperspektive völlig nicht vorhanden. Ihr habt keine Ahnung, wenn die Hebamme sagt, ist es bald soweit? Sind es 10 Minuten? Ist es eine Viertelstunde? Reden wir über 3 Stunden? Und das weiß die Hebamme auch nicht, aber sie weiß, dass die Geburt kurz bevorsteht. Jetzt kommen wir zur Austreibungsphase. Und dann könnte man denken,
jetzt ist alles gut. Jetzt bin ich hier auf dem Gipfel. Jetzt muss ich nur noch runter, nur noch absteigen. Aber alle, wenn du schon mal auf einen Berg gestiegen bist, das bin ich nämlich, und wenn man da oben steht, dann denkt man, und wie komme ich jetzt wieder runter? Und ein bisschen so ist es auch während der Geburt. Ich zeige dir das einmal, was jetzt passiert. Die Wehen helfen dir immer noch, kommen jetzt in einem Intervall von ungefähr 3 Minuten und dauern so um die 60 Sekunden. Und das, was passiert jetzt, ist, dass das Baby ordentlich drückt, weil ja der Gebärmuttermund ganz eröffnet ist. Das heißt, das Baby schubst jetzt runter ins Becken. Und das merken ganz viele Frauen, spüren ganz viele Frauen, als wenn man auf die Toilette muss. Das heißt, dieses so, es drückt, es drückt, es drückt. Und die Hebamme sagt, das sind noch keine Presswehen, du musst noch warten. Ich zeig dir einmal, was hier passiert mit dem Baby. Wie gesagt, der Gebärmuttermund ist ja ganz eröffnet jetzt. Das heißt, dass das Baby das Köpfchen langsam sich nach unten schieben kann. Und das tut es ja auch. Und in dieser ganzen Phase wirst du dieses so, dass es hier hinten drückt, dass du das Gefühl hast, jetzt muss ich auf Toilette. Das geht hier so, bis das Köpfchen ganz auf dem Beckenboden ist. Wenn das Köpfchen auf dem Beckenboden ist, das heißt ganz auf der Muskulatur unten in deinem Becken, ab dann wird die Hebamme Go sagen und ab dann kannst du pressen. Dann fangen die Presswehen an. Das, was jetzt hier passiert, ist, dass das Köpfchen schon fast zu sehen ist. Und jedes Mal, wenn du presst, dann wird das Köpfchen ein bisschen weiter nach vorne kommen. Und wenn die Wehe nachlässt, dann rückt das Köpfchen wieder ein bisschen zurück. Diese Phase ist so ein bisschen, das ist die Pressphase. Und das ist so ein bisschen wie 2 Schritte vor, einer zurück. Das heißt, man hat manchmal das Gefühl, hier passiert überhaupt nichts. Doch, jede einzelne Wehe hilft dir hier auf Weg. Und so wird das Köpfchen immer weiter und weiter nach vorne geschoben. Das heißt, wenn es hier ist, dann wird es zurückgleiten, aber sobald, alle die Arbeit, die du getan hast, ist nicht umsonst. Das, was hier auch passiert mit dem Köpfchen und was oft vielleicht die anderen am anderen Ende sehen können, dein Partner zum Beispiel, ist, dass das Baby dir hilft. Du siehst hier ganz deutlich, dass hier 2 Punkte sind, so 2 Flächen auf dem Köpfchen vom Baby. Und hier ist nämlich, sind keine Knochen. Das heißt, hier unten, die Leute, die von unten gucken oder auch dein Partner, wird sehen, dass das Baby hilft. Das sind hier diese weichen Stellen, hier sind nämlich keine Knochen. Und sonst werden sich die Schädelknochen nämlich hier so übereinander schieben. Das ist sehr praktisch, weil das Baby so nicht so viel weniger Platz in Anspruch nimmt. Aber für diejenigen, die von unten gucken und das nicht gewohnt sind, diesen Blick, sieht das wirklich sehr gefährlich aus. Sieht so ein bisschen aus, so, ist halt so ein bisschen Conehead, so ein bisschen, oh mein Gott, was kommt da jetzt raus? Das wird nie wieder gut. Ist aber ganz normal und gibt sich ganz, ganz schnell wieder. Hier wird also weiter geschubst. Du bist diejenige, auch noch ein Teil davon, dass wenn die Hebamme sagt, jetzt pressen, die meisten Frauen finden diese Phase sehr gut, positiv, weil bisher war es ja die ganze Zeit so, dass du eigentlich die Wehen da waren und du entspannen solltest, um mit den Wehen zu gehen, damit dein Körper arbeitet. Das ist auch richtig so. Jetzt aber darfst du wieder aktiv sein. Du bestimmst. Du bestimmst auch, wie schnell das hier geht. Bei einer Erstgebären ist oft so eine, die Pressphase kann ruhig um die Stunde, eine Stunde dauern. Aber wie gesagt, hier, jetzt bin ich wieder dabei. Jetzt darf ich wieder arbeiten. Hier wird also von oben geschubst, die Wehe schubst, du schubst mit und das Köpfchen kommt weiter und weiter nach vorne, bis es wirklich ganz zum Vorschein kommt. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass das Baby hier eine kleine Pause macht, was völlig okay ist, denn ich muss einmal die Schultern mithaben, die brauchen auch Platz. Das heißt, das dreht hier noch einmal, macht eine Drehung, bis es dann zu dir kommt. Yeah! Baby, jetzt ist alles schön und gut. Du liegst hier mit deinem Baby. Oft ist das Baby hoffentlich bei dir direkt auf der Brust, so wie es geboren wurde. Jetzt brauchen wir noch die Nachgeburtsphase. Jetzt kommt also, während das Baby hier liegt, noch warten wir auf die Plazenta.
Es werden wieder Wehen, dein Körper macht wieder Wehen, Nachwehen, damit sich die Plazenta von der Gebärmutter lösen kann. Oft wird die Hebamme hier mithelfen und an der Nabelschnur ein bisschen ziehen, damit sich so die Plazenta löst. Das war eigentlich die gesamte Geburt mit allen Phasen. Nochmal ein bisschen in die Tiefe erklärt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, sonst habe ich hier nochmal Geburt im Schnelldurchlauf für alle, die auch nochmal vielleicht den Anfang mithaben wollen oder ein bisschen schneller. Ansonsten hoffe ich, es hat dir gefallen. Ich würde mich sehr über ein Abo freuen und auch darüber, wenn du das mit anderen teilst. Vielen Dank und bis bald.